heute hier zu einer gemeinsamen Blutspendeaktion, zu der das Gesundheitsministerium und das Familienministerium aufgerufen haben. Und gemeinsam mit dem Blutspendedienst West sind wir heute hier. Wir sind zwar in Rheinland-Pfalz mit 280.000 Spendern im Jahr schon richtig gut dabei, aber wir kommen jetzt in eine Zeit hinein, Ferienzeit, Sommerzeit, da gehen die Vorräte etwas zur Neige und deswegen ist es umso wichtiger, dass möglichst viele Menschen kommen zum Blutspenden. Und es ist nicht nur gut für andere, indem man Leben rettet mit dem eigenen Blut, sondern es ist auch gut für einen selbst. Durch das Blutspenden kommt der Kreislauf wieder ein bisschen in Schwung, alles regeneriert und von daher ist es eine absolute Win-Win-Situation und ich hoffe, dass möglichst viele zum Blutspenden gehen. Blutspenden kann Leben retten und das ist der wichtigste und beste Grund überhaupt. Es tut überhaupt nicht weh, es ist ein kleiner Pieks und gleichzeitig kann man ganz, ganz vielen Menschen wirklich dabei helfen. Und das ist der Grund, warum Frau Alt, meine Kollegin aus dem Familienministerium und ich gemeinsam mit dem Blutspendedienst West diese Aktion initiiert haben. Und wir hoffen, dass möglichst viele Menschen aus Rheinland-Pfalz sich am Blutspenden beteiligen.